Wir sagen euch an den lieben Advent, sehet, die erste Kerze brennt. Wir sagen euch an eine heilige Zeit, machet dem Herrn den Weg bereit. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr. Erna, hier bist du. Erna, nein, hast du den halben Pfefferkuchen gegessen? Bist du verrückt? Wenn wir auffliegen, Erna, dann müssen wir hier ausziehen. Das ist so lecker. Erna, ich weiß schon, das sind ja Lebkuchen oder sie heißen auch Pfefferkuchen. Wer hat dich denn gebacken? Das weiß ich nicht so genau. Vielleicht ein Bäcker oder auch die Mama hier im Haus. Aber ich weiß, wer sie das erste Mal gebacken hat. Ehrlich? Ja. Ganz früher, schon viele Jahrhunderte her, haben die Nonnen und Mönche in den Klöstern solchen Kuchen gebacken, solchen Lebkuchen, weil sie nämlich für all die vielen armen und kranken Menschen im Winter etwas brauchten, was sich lange hält, was richtig satt macht und viel Energie gibt. Oh ja, Obin, ich könnte jetzt auch ganz weit laufen und, ich weiß nicht, ganz viel machen. Ich habe auch Energie. Erna, nicht zu viel davon. In den Lebkuchen ist viel Honig und kaum Fett oder Zucker oder so Sachen, die sich nicht lange halten. Und deshalb war das perfekte Essen für all die Kranken und Armen in der Winterzeit damals. Und heute dürfen wir es naschen? Genau, bis heute gibt es den Lebkuchen oder auch Pfefferkuchen. Pfeffer? Oh, dann mag ich aber gar nicht, das ist scharf. Früher, Erna, sagte man zu allen Gewürzen einfach nur Pfeffer. Deshalb, weil in den Lebkuchen so viele Gewürze drin sind, heißen sie manchmal eben auch Pfefferkuchen. Ach so, darf ich noch ein ganz kleines Stück? Erna. Eine Kerze leuchtet, sie flüstert, Jesus kommt.
Kerzen los.